Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Academy. Oh, wow, 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 wow. Hier sehen wir auch schon direkt ein Wampa. Der will das Town Town zerfleischen. Nein, er hat's geschafft. Er feiert sich voll hart. Okay, anscheinend. Oh, holy fuck. Holy, 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 wow, 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 wow. Anscheinend ist mit dem nicht zu spaßen. Na komm her. Wir nehmen Nahkampf. Jawohl, den Bauch aufgeschnitten. Town Town. Es ist einfach weg. Es ist verschwunden schon. Durch den ewigen Polygonenboden gefallen. Schade. Hätte es mir gerne mal genauer angeguckt. Ah, hier ganz super tolle Raucheffekte. Kontrollpunkt. Das sieht mir hier aus, als wäre es hier direkt irgendwie noch ein zweiterer Bossgegner. Weil irgendwie sehr viel Heilung da war. Ja, Meisterin. Dagobah. Skywalker hat es nicht in seinen Aufzeichnungen erwähnt. Er muss etwas schützen wollen. Gut gemacht, mein Lehrling. Triff mich dort. Ah, du musst der lichtschwertschwingende Störenfried sein, der unsere Grenzwachen ausgeschaltet hat. Gibt es nur noch so wenige Jedi, dass Skywalker Kinder in den Kampf gegen die Jünger Ratnos schickt? Auf geht's jetzt hier ins Zwischenkampf anscheinend. Die ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Hoffentlich... Oh, da war der Drehschlag wieder. Hoffentlich schaffen wir die direkt. Ich glaube, sie hat ganz gut kassiert bis dato. Oh, jetzt wollte sie mich überraschen. Das können wir auch. Das können wir auch hier. Zack. Oh, oh, oh. Jawohl. Direkt fertig gemacht. Krasse Moves hat sie auf jeden Fall drauf. Wir sehen uns wieder, Kindchen. Feige Tante. Kann ich kaum erwarten. Na, wir bleiben auf jeden Fall cool. Wir bleiben cool. Oh, das ging ja schnell. Sie wissen also von Dagobah. Meister Yoda versteckte sich dort. Seine Präsenz wurde durch die starke Aura der dunklen Seite des Planeten verschleiert. Wenn Sie ihn finden. Hast du etwas auf Hoth entdeckt? Nichts. Sie müssen die Energie der Macht von dort schon gesammelt haben. Das haben die anderen auch berichtet. Bespin, Endor, Coruscant, überall. Kyle, wie steht es um Biss? Roush ist noch nicht zurück. Er ist lange überfällig und wir haben nichts von ihm gehört. Ich spüre, dass er noch lebt. Ich gehe nach Biss und suche nach ihm. Dort kenne ich ein paar Leute, die mich in ein paar der imperialen Außenposten bringen können. Vielleicht finde ich dort etwas. In Ordnung. Und was ist mit mir? Ich möchte helfen. Roche ist mein Freund. Du hilfst uns, indem du hier bleibst und dein Training abschließt. Kyle hat recht. Es werden noch viele Missionen kommen. Und wir können nicht zulassen, dass einer unserer aussichtsreichsten Schüler das Training vernachlässigt. Ach, Meister Skywalker. Allerdings. Dank deiner Erfolge auf Hoth stufen wir dich als Lehrling ein. Danke, Meister Skywalker. Meister... Kyle. Ah, da haben sie endlich mal mein Potenzial hier erkannt. Jetzt haben wir was Neues hier. Neuer Lichtschwertstil. Und zwar schnell. Können wir noch was machen? Ach, wir können nur einen aussuchen, oder was? Na gut, gucken wir mal. Der schnelle und effizient, also der schnelle Stil. Schnell und effizient, aber nur auf kurze Distanz. Kurze, schnelle Bewegungen erlauben mehrfache Angriffe mit geringem Schaden. Was steht da noch? Da stand doch noch was. Oh ja, hier. Ist aber echt ein bisschen blöd gemacht. Dieser Stil verwendet keine Drehungen und kann beliebig oft eingesetzt werden. Der Stil setzt auf eine defensive Haltung, bei der der Jedi sein Lichtschwert vor den Körper in Bereitschaftshaltung führt. Ein blauer Bogen rechts im HUD zeigt diesen Stil an. Ja, wie schon gesagt, der andere ist gelb. War's das schon? Ja. Jetzt können wir entweder den nehmen oder aber den starken. Starker Stil setzt auf kraftvolle Schläge, um damit durch gegnerische Formationen zu brechen. Dieser Stil verwendet eine große... erstmal runterscrollen. Reichweite und Kraft. Doch ist der Jedi sehr anfällig für Gegenangriffe? Der Stil setzt auf eine kraftvolle, aggressive Haltung, bei der der Jedi sein Lichtschwert hoch und weiter zurückführt, von wo aus er gut angreifen kann. Ein roter Bogen rechts im HUD zeigt an, dass dieser Stil ausgewählt ist. Ich hab's ja schon mal gesagt, wir nehmen lieber den schnellen Stil. Ich bin nicht so der Freund vom Starken. Der Starke ist unglaublich stark, wirklich, um gegnerische Sith auszuschalten, damit einem gezielten Hieb die wegzuhauen, aber wie da schon gesagt wird, da ist die defensive Haltung relativ schlecht und man kann sehr gut Schaden einnehmen auch, also sehr gut Schaden kassieren. Daher nehmen wir den schnellen. Den fand ich eigentlich ganz gut, glaube ich, beim letzten Mal. Ich glaube, auch den mittleren fand ich ganz gut. Ich werde mal gucken, wobei ich bleibe, aber ich nehme jetzt einfach mal den schnellen.
Master Skywalker und Master Katan haben die Akademie verlassen. Man ließ mich an, ihnen diverse Missionen zu übermitteln. Alles klar, C3PO. So, jetzt haben wir hier ganz, ganz, ganz viele neue. Rettungsmission, Kontaktmann, geheime Operation, der Gangsterboss. Das hört sich ja geil an, darauf freue ich mich schon. Kultuntersuchung. Wir gehen natürlich wieder von oben nach unten, also fangen wir an mit Nahkreta. Eine Minengilde auf Nahkreta hat uns informiert, dass eine Reihe ihrer Ältesten vom örtlichen Gangsterboss der Hutten gefangen gehalten wird. Diese Ältesten wollten einen Vertrag mit dem Hutten aushandeln, doch kehrten sie nie zurück. Der Gangsterboss behauptet, es wäre niemand bei ihm. Gewesen wahrscheinlich. Wo ist denn das? Achso, da, eingetroffen. Okay, es war nur noch als eine Wort, oder was? Ja, super. Dann, nehmen wir mal an. Master Katan hat mich informiert, dass er das Verschwinden von Rosh Pennin nahe Nahkreta weiter untersucht und sie bei dieser Mission unterstützen kann. Alles klar, dann machen wir mal. So, und jetzt sehen wir hier schon, die ganzen Basisfähigkeiten, die wir mal hatten, sind jetzt alle auf Stufe 2 nach dieser krassen Story-Mission auf Hoth. Daher können wir jetzt unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und wir nehmen natürlich, halt, wir brauchen unbedingt Schutz irgendwann. Ich bin mir sicher, dass wir Schutz brauchen. Hört sich jetzt aber nicht so an, als wäre es das. Wir nehmen Blitze. Und weiter geht's mit den Waffen. Jetzt haben wir hier neue bekommen. Einmal hier, ich glaube, das ist so eine Art Shotgun und das ist das Schnellfeuergewehr, ne? Das ist hier die TL-50, die nehmen wir mit und die Shotgun nehmen wir auch mit. Das ist, glaube ich, Shotgun-Granatwerfer, so eine... Oder? Feuert zwei springende Kontaktminen ab, ja. Shotgun-Granatwerfer, die ist super. Die gibt's eigentlich nicht im Battlefront, ne? Warum? Warum gibt's die nicht, die FC-1? Aber gut, machen wir los. Na, das sieht ja akrobatisch aus. Weißt du, eigentlich stürze ich mich in die Schlacht, während Jen das Schiff fliegt. Aber so klappt das auch. Find die Gefangenen und bring sie hierher. Ja, aber sag mal, hätte er uns jetzt nicht einfach mitnehmen können? Also er fliegt hier direkt ran. Hätten wir auch so aussteigen können. Gut, ich glaube, ich weiß sogar, was die Mission hier war. Ja, ja. Das wird noch interessant und schön. Mal schauen. So, jetzt können wir hier gleich mal den Laserschwertstil wechseln. Wir sehen unten rechts, es wechselt von blau zu gelb. Andere Schlagtechnik. Hier machen wir, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, das fand der Draxler ganz witzig. Beim letzten Game, das ist so dieser Obi-Wan-Schlag, ne? Obi-Wan gegen Darth Vader, Episode 4. Da kommt dann Obi-Wan an, so, ah, Darth Vader, doch jetzt bin ich hier. Ne, dann sagt der Darth Vader so, ja, jetzt bin ich der Meister und du der Schüler. Und dann kommt Obi-Wan an, ach ja, kannst du auch solche krassen Schläge ausweichen? Naja, gut, genug rumgeblödelt. Gehen wir hier rein, denn hier müssen wir rein. Wir können ja gerade an die Tür gucken, da können wir leider nicht durch. Machen uns einfach nicht auf, die ollen Säcke hier. Deswegen erstmal schön hier rein. Warum sollte ich? Die Chancen sind zu schlecht. Die meisten Gefangenen kommen keine 10 Meter, bevor sie der Rancor frisst. Schade um die Credits. Stimmt schon. Aber wenn es mal einer schafft, dann werde ich richtig reich. Träum weiter. Der Rancor? Ist da jemand? Das werdet ihr jetzt herausfinden, Leute. Oh, und da fliegt der Arm ab. Oh. Sehr schön. Ey, hey, hey. Wo kommt er denn jetzt her? Was? So, gleich erstmal hier Blitz reinhauen, würde ich sagen. Ja, jetzt fliegen sie auch schon richtig, die Gegner. Das sieht doch schon mal besser aus. Zwei können wir auch auf einmal treffen. Hat man hier gerade sehr schön gesehen. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal so ein bisschen um. Also erstmal hier lang. Da kann man nicht durch. Kann man leider auch nicht aufmachen. Sieht doch hier ganz cool aus. Richtig, wie man sich so vorstellt bei so einem ollen Hutten. Na, es geht hier. Kann man das kaputt machen? Ja. Ah, ein Versteck. Energiezelle. Okay, das war einfach nur Munition. Schade, nicht so toll. Ah. So, Jungs, werden wir hier geschockt werden. Alle sehen aber auch gleich aus. Schade, ein bisschen limitiert ist es schon. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Wir haben eine Codekarte gefunden. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah, okay. Alles klar, gehen wir mal hier lang. Bringt das irgendwas? Ne, kommen wir an der gleichen Stelle raus, oder? Ja. Mehr oder weniger an derselben Stelle. Die Mission, ich meine, man muss hier relativ viele Sachen beachten. Von wegen, welche Wege man schon gegangen ist und sowas. Von daher, mal schauen, ob ich mich hier wieder verlaufe. Und da ist auch schon wieder Bosk. Bosk im orangenen Gewand. Weg mit dir. So, und jetzt kommt hier nämlich, oh, erstmal die Karte angucken. Ja, ja, da sind also wir. Wo sollen wir denn dann hergekommen sein? Wo ist denn hier, ich verstehe gerade gar nichts. Wo ist denn hier der Fahrstuhl?
Ach, das sind die verschiedenen Zellen. Das ist hier... Ah, jetzt verstehe ich die Karte. Okay, das ist eine Zelle. So, wir müssen 4 Leute anscheinend befreien, oder? Infiltrieren Sie die Festung des Hutten und finden Sie die Gefangenen. Sie haben 0 von 16... Ah, 16. Das heißt, da dürften immer 4 drinne sein, meine ich. Gucken wir mal. Da sind die Zellen, aber wie öffne ich sie? Ich sehe die Zellen ja nicht mal. Ach, da. Sehr gut, okay. Ich weiß natürlich, wie das hier abläuft. Und zwar muss man hier erstmal schön die Zellen öffnen. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, so ein bisschen die Farben merken. Ich glaube, das hier war gerade gelb. Oder ist es rot? Da ist eine rote Schrift daneben. Da kommen sie auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt müssen wir hier so reinspringen. Das hier ist so gesehen, man hat es ja am Anfang gehört, so ein bisschen, wie viel weit schaffen es die Gefangenen? Das ist so eine Arena, dass sie für Glücksspiele benutzen. Oh, oh, oh. Jeder gute Hutte hat natürlich einen Rancor dabei. Der Rancor! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gewaltiges Viech. Und ich sage euch gleich, wenn uns das erwischt, dann können wir gleich Bye-Bye sagen, dann ist Game Over. So, wir müssen jetzt einfach nur die Leute hier rausschleusen jeweils. Der erste dürfte recht einfach sein, der erste Move. Lauf doch! Uiuiuiui. Wir sehen schon. Ah, die erzählen erstmal hier. Okay, ich hole sie raus. Nehmen Sie den Zugangstunnel am Ende der Halle. Dort wird sie jemand aufnehmen. Ist der Weg frei? Ja. Ich habe diese Zugangskarte von einer Wache. Damit können Sie den Lift am Ende der Halle benutzen. Alles klar. Der gibt uns die Karte. Und dieser olle Rancor... Oh, schieße ich mich hier selber ab. Der olle Rancor, den können wir auch nicht besiegen. Die Ältesten sind auf dem Weg zum Zugangstunnel. Aber ich muss noch andere Gefangene befreien. Okay, ich nehme sie auch, wenn sie hier sind. Sei vorsichtig, Jaden. Den ollen Rancor, den können wir nicht besiegen. Den müssen wir immer nur ausweichen. Du hast das schon gehört am Anfang, wo die sich so unterhalten haben. Die machen sich hier so einen Spaß draus von wegen, wie weit schaffen es, die Gefangenen gegen den Rancor zu entkommen. Deswegen muss man die auch so ein bisschen unterstützen. Kommt nur her hier. Jawohl. Hä, Barkeeper? Oh, sogar wieder ein Tschüss. Wie beim letzten Mal auch. Beim letzten Mal war er mir aber böse gesinnt dann. Aber er bleibt ganz cool. Kann ich was machen bei ihm? Aber was ist denn das? Ich kann mich sogar so an der Seite lehnen. Ist das bekloppt? Ist das bekloppt? Na gut, dann gib mir halt einen. Was ist das hier eigentlich für kleine Gläser, sag mal? Wer soll denn davon... Wer soll denn das austrinken, Junge? Ich lasse den auf jeden Fall am Leben. Der ist cool, der Chiss. Chiss mag ich ja bekanntlicherweise. Sehr, sehr gerne tatsächlich. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hin. Hier war der grüne Pfeil, da hat man es gesehen. Das sollte man sich so ein bisschen merken. Wie gesagt, beim ersten Mal... waren wir ja, oh, 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 beim gelben Pfeil, glaube ich, oder beim roten. Eins von beiden, gelb oder rot. Jetzt sind wir hier beim grünen. Das heißt, jetzt müssen wir die grünen Leute befreien. Das muss man sich halt so ein bisschen merken, von wegen, ey, welche hast du schon abgehakt und so. Ich meine zumindest, das war gar nicht mal so durchsichtig hier. So, und das ist die nächste Zelle. Diesmal sind wir natürlich schon ein bisschen weiter hier im Komplex drin, ne? Wir müssen eventuell die Leute da so ein bisschen beschützen. Ich weiß gar nicht, wie viele davon sterben dürfen. Zumindest muss man hier mal gucken, so ein bisschen. Was ist denn das? Kann man das drücken? Sieht ja aus wie so ein Gewinde, ne? Für so ein Tor, was dann runterfällt, wie bei Episode 6. Hätte ich jetzt nämlich gewundert, wäre das gegangen. Und man muss hier tatsächlich immer auf die Pfeile achten, wo man langlaufen muss. Also gelb sagt natürlich, ey, da ist der Ausgang. Oder rot? Ne, ich glaube, wir müssen den gelben Weg gehen. Weiß jetzt noch immer nicht, wo der Rancor ist. Wo gehen die überhaupt lang? Oh, die gehen da lang. Verdammter Mist. Halt, 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 Leute. Wartet auf mich. Muss natürlich gucken, dass sie hier nicht vom Rancor gegessen werden. Aber bis jetzt sehe ich, da ist er. Jetzt muss ich sie so ein bisschen auf mich lenken hier, im besten Falle. Vorsicht, ja? Schieß auf mich, guck auf mich. Oh, verdammter Mist, ey. Den hat's erwischt. Und den anderen ist er. Der soll auf mich gehen, der Rancor. Also gut, Kollateralschaden haben wir schon mal nicht vermieden können. Oh, da ist einer lang gelaufen, wo ich jetzt den lang ziehe. Lauf doch! So, der holt uns auf jeden Fall irgendwann auch ein. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen gucken, nur dass die Leute durchkommen. Zwei haben wir schon verloren. Das ist echt nicht so gut gelaufen. So, ich glaube, das läuft gut. Wer ruft denn das hier die ganze Zeit? Da ist irgendwo einer drin, der hat uns schon bemerkt anscheinend. Ja, der Rancor hat aufgegeben oder er isst gerade wieder den letzten. Ich glaube nicht.
Haben wir nur einen befreien können? Da liegt auf jeden Fall einer. Da kommt der Rancor noch, aber der ist schon zu weit weg. Gut, wir können auf jeden Fall weitergehen hier. Hoffentlich campt der Rancor jetzt diesmal nicht beim Ausgang. Wir gucken mal. Fünf. Wir haben echt einen nur geschafft zu retten. Also normalerweise laufen die jetzt nicht so dämlich. Oh, wow, wow. Bosk ist hier wieder am Bestellen. Boah, wie viele sind denn hier? Jetzt muss ich echt aufpassen. Mein Leben geht sonst zur Neige. Zack, der Drehschlag. Und noch einmal der Drehschlag. Jawohl. So, jetzt erstmal ganz kurz hier heilen. So. Sehr gut. Weiter geht's. Vielleicht ein bisschen vorsichtig bleiben hier. Ist hier noch was? Nein? Gut, nicht, dass wir hier irgendwo durch irgendwas Dummes jetzt draufgehen. So, zwei Wege. Gehen erstmal links. Ah, das ist der blaue Weg. Interessant, interessant. Zack. Okay, nächster Weg, nächstes Zellenblocksystem. Das wird wahrscheinlich auch immer ein bisschen weiter weg sein vom Ausgang, deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, die alle zu retten. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob man die Mission hier versagen kann oder ob die eigentlich theoretisch alle sterben dürften. Wir haben jetzt... Oh, sechs, das hat doch noch einer geschafft beim letzten Mal. Halt, wo sind die überhaupt? Wo ist der Rancor? Wow. Nicht, dass der Rancor mich hier gleich schnappt und aufisst. Man hat ja gesehen, was mit den Leuten passiert, ne? Hier längs. Und ich glaube, also ich meine zumindest, ich habe es damals mal versucht und man kann den Rancor nicht töten. Für alle Leute, die sich wundern. Ey, bleib doch einfach bei dieser Tür stehen und so. Versuch den Rancor da zu töten. Na, da kann ich jetzt echt nichts für, dass die Leute da in den Reihen rennen. Oh nein, er dreht sich um, er dreht sich um. Oh, wow, wow, wow. Bleib bei mir. Hier bin ich. Jetzt hat er mich anvisiert. Okay, ich habe wieder einen verloren von meinen Freunden. Oh, da sind die erst. Okay, jetzt muss ich hier echt meine ganzen Tricks auspacken. Ja. Meine ganzen Tricks waren wieder mal super. Kontrollpunkt laden. Aber die laufen einen dummen Weg, Jungs. Die laufen so dämlich. Oh, ich bin erst hier. Ja, sag mal, was ist denn das? Ich kann nichts machen. Vier habe ich erst. Das ist beim ersten Mal noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, verdammter Mist. Ich hätte die sterben lassen sollen. Ich glaube, ich mache hier kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder bei der dritten Tür. Also jetzt, ich muss sowieso noch einmal machen, also bis gleich. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier, wie schon gesagt, beim dritten Teil nochmal. Wir haben diesmal auch alle befreit. Diesmal sind sie nicht so dämlich gelaufen und nicht gestorben. Und ich schau mal, ob wir es diesmal wirklich schaffen, komplett alle zu retten. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal geschafft habe. Ich würde fast sagen, ja, weil allzu schwer ist es eigentlich gar nicht. Aber wenn die sich so dumm anstellen wie davor eben, dann sieht es schwierig aus. So, der Rancor ist, glaube ich, hier nicht in der Nähe. Oh, oh, oh. Vielleicht erstmal umgucken, bevor man irgendwas macht. So, wir können es hier gerade gucken. Da 8 von 16. Also noch zwei Zellen insgesamt. Das hier ist die eine Zelle. Warte, gehen die lang hier? Ja. Der eine rennt hier ziemlich weit nach vorne. Da war er, oder? Ja, da war er. Und jetzt muss ich den hier den Weg freiräumen. Daher locken wir den mal am besten hier lang. Wie schreit der denn so? Jetzt lauft hinter seinem Rücken lang. Hoffe mal, die machen das auch. Ich habe keinen Bock nochmal zu sterben gegen den. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon mal gegen den so gestorben bin, wie ich eben gestorben bin. Da laufen sie. Sehr gut. Machen sie sehr, sehr gut. Normalerweise bin ich hier einfach nur panisch durchgerannt. So, ich hoffe, die haben es geschafft. Man sieht es leider immer erst so ein bisschen danach. Das ist ein bisschen verzögert, leider. Schade eigentlich, ne? Man sieht hier 8 von 16 noch, obwohl ich da ja gerade eben welche rein hab laufen sehen. Oh, falsche Richtung. Oh, wow, wow, jetzt ist hier alles vermint. Das hat nicht so geklappt, wie er sich das gedacht hat. Aber jetzt mal ernsthaft hier. Barkeeper, Barkeeper, was soll denn das? Mensch. Auf wessen Seite bist denn du jetzt bitte? Auf meiner oder auf deren? Guck mal, die schmeißen hier die Stühle um und Tische um, machen hier Randale, werfen hier irgendwelchen Müll. Nein, das sind... Ach, das sind hier Dings? Das sind diese Rancor-Spielkarten oder was?
Mit die Wetteinsätze und sowas. Das ist ja geil gemacht. Detailreichtum, das ist super. Das, was die Wachen so gesagt haben mit den Wetten und so, ey, das ist ja geil. Da auch nochmal, das sind wahrscheinlich die Nieten, die dann nicht so gut waren. Komm nur her, Bosk, komm nur her. So, eine Tür brauchen wir noch, und zwar die hier, die da lang ist, irgendwo. Mal da oben auch die Wetteinsätze oder sowas, die... Oh, verdammt, oh, verdammt. Wie gut die Quoten stehen, wollte ich eigentlich sagen. Aber jetzt habe ich hier doch ein bisschen Angst gekriegt. Da ist noch ein Scharfschütze gewesen. Na, ist der Scharfschütze auch schnell genug für Geschwindigkeit? Anscheinend. Ganz ruhig und bedacht. Und einmal durch sein Gesicht. Ich denke echt, ich bin hier auf der sicheren Seite, mache Geschwindigkeit an. Alles easy und der Typ einfach so locker trifft er mich, ey. Unglaublich. So, hier hat er seinen Wein stehen. Auch gut. Was ein Scharfschütze nicht alles braucht. Ein Buch und ein gutes Glas Wein. So, kann man da was... Guck mal, da sind sogar die Stats irgendwie vom Rancor oder sowas. Wie fit der ist oder so. Ey, das haben die echt geil gemacht vom Detailreichtum hierher. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ungelogen. Los, weg mit euch hier. Jetzt hat man es gerade schön, oder da kommt man es richtig gut sehen. Wenn man den Machtschub einsetzt, kann man nämlich ganz cool einfach die Granaten von ihm wieder zurückschieben. Wollte ich ja sowieso schon mal zeigen irgendwann. So, jetzt sind wir hier beim letzten Punkt. Und schaffen es eventuell tatsächlich alle zu retten. Ich muss gleich nochmal gucken, wie viele wir schon haben. Aber ich glaube, es müssten ja jetzt alle sein dann. Bis dato zumindest. Da kommen die letzten vier. Wow, der Rancor. 12, ja. Okay, wo sind denn überhaupt die Gefangenen? Ich muss ja erstmal einen Durchblick kriegen. Dort. Na gut, wir gehen hier raus. Ist auch ein bisschen gemein. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich muss weg. Der dreht um, verdammter Mist. Ich wollte alle retten. Wenn man dem ins Gesicht spratzt und treffen würde, dann deckt er sich auch irgendwann. Das sieht man gleich wahrscheinlich. Dann hält er sich immer ganz kurz so vor dem Gesicht die Hand. Ich hoffe mal einfach, das reicht jetzt auch von der Zeit her hier so ein bisschen. Irgendwo müssen die Leute ja langgelaufen sein, ne? Ich hoffe mal, die sind schon durch. Weh, die stehen jetzt irgendwo hier. Oh, ja, ich hab's schon geschafft. Sehr gut. Jetzt nur noch den Weg noch rausfinden. Also wie gesagt, eigentlich den gelben Pfeilen folgen. Ich sehe nur gerade keine gelben Pfeile. Da. Da ist auch einer. Aber ich glaube, der hier ist richtig. Ich würde ganz gerne wissen, wo der Rancor ist. Nicht, dass der auf einmal auftaucht. Hinter so einer Ecke und mich dann einfach mal wegschnabuliert. Aber sieht nicht danach aus. Sehr gut. Habe ich alle 16 geschafft? Jungs, das Bosk-Trio schafft mich jetzt auch nicht mehr aufzuhalten. Sie haben 16 von 16 Gefangenen. Nice. Richtig gut hier, richtig gut. So, das sieht komisch aus gerade, wie der abstottert. Aber gut, wir haben alle. Also jetzt ab nach Hause. Sehr gut, das war's wohl. Gute Arbeit. Die Ältesten wurden zurück zur Stadt gebracht. Ich hätte zu gern das schleimige Gesicht des Hutten gesehen, als seine Gefangenen verschwunden waren. Ja, ich auch. Master Skywalker und Master Katarn sind von ihren Missionen noch nicht zurückgekehrt. Alles klar. Also, nächster Auftrag, will er mir sagen. Kontaktmann, Sonju. Das werden wir beim nächsten Part machen. Bei diesem Part haben wir schon relativ lang, glaube ich, mittlerweile gespielt. Ich musste einmal zwischenspeichern, deswegen keine Ahnung, wie lang es genau ist. Zumindest war es das mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss.